Oberstdorf ist meine Heimatstadt und ich bin hier aufgewachsen, habe alles von Anfang an mitbekommen und bin recht früh dann auch in den Skiclub gekommen. Also für mich ist es einfach meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine ersten sportlichen Aktivitäten gemacht. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall die perfekten Bedingungen zum Trainieren. Der SCO ist ein ganz toller Verein, wo man sich wohlfühlt und gut aufgenommen wird. Und ja, das ist eine perfekte Kombination. Also das Positive am Skiclub finde ich die Mischung aus Familie und Leistungssport. Beim Skifahren kann man alles machen. Auf der Piste fahren und Stangen fahren, Slalom und Riesen fahren und alles machen. Und jedes Mal, wenn ich auf Ski stehe, denke ich daran, dass ich da angefangen habe und ja, möchte natürlich auch die Leute, die mich früher unterstützt haben, stolz machen. Also als Kind habe ich natürlich mit Ski Alpin angefangen. Also einfach das erste Mal Skikurs gegangen und dann mal ein Skiclub-Training. Und ja, irgendwann hat man dann die Clubmeisterschaft mitgemacht. Also das sind so die Wettbewerbe, wo vom Skiclub angeboten werden. Das sind 4 Disziplinen. Und dann bin ich, glaube mit 5 Jahren wollte ich unbedingt mal alle Wettbewerbe mitmachen. Und dann bin ich da mal die kleine Schanze runtergesprungen, die 20er. Das hat mir, glaube ich, so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann mal angefangen habe. Und dann irgendwann, wenn es dann immer auf eine größere Schanze ging, ich war am Anfang immer oben gesessen und hat dann schon so ein bisschen Muffensausen gekriegt, aber immer wenn man unten angekommen ist, hat man gesagt, boah, geil, ich will sofort nochmal hoch. Und ja, so ist es dann immer weitergegangen und immer noch größere Chancen und immer noch größere Challenges sind gekommen. Aber wenn dann mal wieder einen weiten Sprung, einen guten Sprung gemacht hast, das ist einfach, unten ist, da zittert man schier vor Adrenalin, also das ist einfach richtig, richtig cool. Der SCO ist ein Skiclub mit viel Tradition und seit Jahrzehnten vielen guten Sportlern. Und ja, ich denke mal, das ist einfach das Besondere. Und die fördern einen und Spaß steht eigentlich immer an erster Stelle. Also ich habe auf jeden Fall im Skiclub ganz tolle Trainer, die mich immer sehr motivieren. Ich habe dort viele Freunde kennengelernt und für mich stand nie in Frage, ob ich ins Training gehe oder nicht. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und da bin ich dann einfach so reingewachsen und es ging immer weiter und irgendwann mal gab es auch die ersten Erfolge und ja, es gehört einfach dazu, das Langlaufen im Skiclub Oberstdorf. Es kann jeder Mitglied werden und es ist einfach eine große Gemeinschaft, wie eine Familie und ich denke, da fühlt sich jeder wohl und es werden tolle Sachen angeboten. Ich denke, es ist ein großer Schritt gewesen, um so erfolgreich zu werden.